Klingt ziemlich gut. Oh, ihr habt mich wohl gerade dabei erwischt, wie ich die Bulbapedia-Seite von Pokémon Com Online Games durchgegangen bin. Auf jeden Fall, auf Pokémon Com, das ist die Hauptwebseite, jeder wird die kennen, gab es früher ab und zu mal so Flash-Games. Das sind meistens eigentlich so ziemlich miese Games, einfach so Standard-Flash-Games von früher. Und die wurden halt ab und zu mal entfernt. Also hier, ihr seht, die sind hier von 2010. Das hat sich durchgezogen bis 2011 und so. Und ich glaube, noch bis vor ein paar Jahren waren sogar noch Pokémon-Spiele. Ich glaube, bis 2019 oder so waren noch Pokémon-Spiele verfügbar auf Pokémon.com. Jetzt nicht genau die, aber andere eben. Und ich habe eine Möglichkeit gefunden, die zu spielen. Und ich kenne die alle nicht. Und ich habe gedacht, wir geben denen mal eine Chance und probieren die aus, wenn wir schon die Möglichkeit haben, sie zu spielen. So, das allererste Spiel auf der Bulbapedia-Seite, ich spiele jetzt einfach nach der Reihenfolge auf der Webseite, auf der Bulbapedia-Seite, war Turtwigs Target Smash. Turtwig ist Chillast. Also wie gesagt, das kommt anscheinend laut der Seite auch von. Was soll ich machen? Auch von aus 2010. Achso, ah, lol. Ah. Oh, Energieball. Wow, oh mein Gott, okay, chill. Ich meine, ja, man merkt, aus welcher Zeit dieses Flash-Game kommt, man merkt's. Aber ich mag's, das ist gut. Das ist übrigens, also als Information für euch, das ist ein zusätzlicher Browser, der noch, oh nein! Oh Gott sei Dank. Der noch Flash-Support hat. Also tatsächlich ist das hier, also die meisten Browser-Games, die man ja heute findet, sind irgendwie HTML5 oder so, kein Plan. Einfach halt anders geschrieben. Oder alte wurde nochmal umgeschrieben von Flash in die andere Programmiersprache. Wenn ich es richtig verstehe, ich bin Laie, ich glaube, es ist so, oder? Aber tatsächlich sind das die originalen Flash-Games, die damals auf der Seite von Pokémon.com waren und auch immer noch als sind auch immer noch Flash-Games. Also spannendes Spiel ist das nicht. Ich meine, ich bin halt Chillast und habe so ein bisschen. Oder was passiert mit dem. Na, shit. Ja, okay. Ja, das wird nichts. Scheiße. Also ich habe in die meisten Spiele übrigens auch nicht reingeschaut. Ich habe ein einziges Spiel gespielt, einfach um zu schauen, ob es funktioniert. Und das war ein Spiel mit Tengulist. Das hier ist jetzt auch blind für mich. Ja, ich meine. Oh. Entwickelt er sich jetzt? Entwickelst du dich? Nee. Wow! Oh mein Gott! Yo! Solarstrahl und der Westalte. Okay. Ja, ist ja gut. Okay, das zweite Spiel ist eins von Mamfaxo. Munchlax Berry Bonanza. Ja, was auch immer. Wir werden es schon herausfinden, wie es funktioniert. Aber das ist einfach so ein Puyo Puyo-Ding, oder? Ja, sieht so aus. Ja, gut, das ist natürlich nicht das spannendste Spielprinzip, sage ich mal. Aber ich bin ein Riesenfan von Pokémon Bären. Ich kenne mich leider viel zu wenig mit denen aus, aber ich finde Pokémon Bären toll. Ich mag die. Ich weiß nur absolut nicht, wie irgendeiner von denen heißt. Ich glaube, die Pinke heißt Pfirsiff. Die Blaue ist auf jeden Fall die Sinnelbeere, das ist klar. Aber wie heißen denn die anderen? Ich glaube, die Pinke ist die Pfirsiff. Das sieht aus wie ein Pfirsich. Und von den anderen habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich schaue momentan den Pokémon-Anime komplett. Also ich bin momentan bei der Johto-Liga, also dritte Staffel gegen Ende. Und ich kann euch eine Folge empfehlen, das ist die Folge mit den Aprikoko. Die ist echt cool irgendwie, ich mag die. Da laufen Ash und so, die laufen so rum und sammeln so Aprikoko für Kurt. Ist irgendwie süß. Alle Folgen gibt's auf togo.de, also falls ihr die Pokémon-Serie anschauen wollt, geht einfach auf togo.de. Da gibt's, glaube ich, bis auf zwei oder drei Staffeln alle. Geht das überhaupt, dass man alles los wird? Dass man jede einzelne Frucht los wird? Funktioniert das überhaupt? Oder funktioniert das Spielprinzip nicht so? Ach, komm. Ich wollte die loswerden. Ach, Mann. Ach so. Ich dachte, man spielt das so lange, bis alles geleert ist, aber irgendwann macht er einfach neue. So, jetzt kommt das Tengulis-Spiel, was ich vorhin angesprochen habe. Das ist ja das Spiel, was ich schon ausprobiert habe. Spielt das eine Rolle, wer. Also, welchen ich da nehme? Oder? Small Light Seed, Normal Seed, Large Heavy. Gut, ja, was auch immer. Dann nehme ich auch mal die. Okay, also hier muss man einfach immer da draufklicken. Aber warte, ich glaube, hier sieht meine Maus nicht. Kann das sein? Okay. Ich probiere jetzt einfach mal wirklich den krassesten Highscore, den jemand jemals gesehen hat. Ah, sammelt Platz ein. Oh, achso, ich muss es einsammeln. Achso, ich dachte, die Nuss muss es einsammeln. Oh, wait. Muss man die Grüne einsammeln, damit es. Und sonst geht es nicht weiter, oder was? Man. Aber. Hä? Wieso habe ich jetzt verloren? Wieso habe ich verloren? Hä? Die Eichel ist doch gar nicht runtergefallen, oder? Ah doch, ich glaube, unsere Eichel vorhin ist sogar runtergefallen. Das ist mir nur nicht aufgefallen. Oh, ach so. Es kann auch. Oh mein Gott, ach so. Jetzt check ich's. Es kann auch links und rechts rausfallen. Es kann nicht nur nach unten fallen. Hä, wie soll man das denn kontrollieren, ob das nach links oder rechts fällt?
Okay, Tengul, es gibt mir noch mal eine Chance, komm. Ah, am Anfang ist hier noch so eine, sind hier noch so, ah, da sind noch so Bäume. Und da kannst du nicht am Rand rausfallen, aber irgendwann halt nicht mehr. Da muss man einfach mittig, oh Gott im Himmel, oh Gott, nein, ah, scheiße. Oh, nicht nach, du bist zu weit nach links, du bist zu weit links, du bist zu weit links, Junge. Wie soll ich das verhindern? Oh Gott, Junge, das ist so spannend. Bin ich nach, oh, ich geh bis nach rechts. Oh nein, scheiße, ich habe ihn verpasst. Ah, oh, ich habe vor auf den Tisch geschlagen. Ich suche ein nächstes Spiel raus, das macht mich hier zu wütend. Als ich nach dem Spiel gesucht habe vorhin, habe ich nur Artikel gefunden, wo es darum geht, warum Plaudergeil im Online-Game gesperrt ist. Super witzig. Aber da habe ich es dann doch gefunden. Copy Chat is Riven. Ah nee, es ist Simon Says einfach. Und super langsam ist Simon Says auch noch. Och nö, ist doch lahm. Ach, weiß nicht. Not bad? Wieso, war auch gut, oder? Ah, wenn man es im Rhythmus macht, dann bekommt man mehr Punkte. Ach, jetzt check ich's. Man muss es im selben Rhythmus machen. Ich dachte, ich muss einfach nur anklicken. Vielleicht stand es auch irgendwo und ich habe es noch nicht gecheckt. Ah ja, Rhythm. Ich muss ja den Rhythmus nachmachen, nicht einfach... Oh, ey. Orientalisch Ette. Orientalischer Sound oder was? Okay, also wir haben Mediti und Meditalis. Die sind offensichtlich die zwei unterschiedlichen Challenging-Grade. Wir machen trotzdem mal Mediti, ich habe Angst. Oh nein, ach komm schon. Scheiß drauf, ich mache Meditalis. Ich weiß nicht mehr, was ich machen muss, um ehrlich zu sein. Was? Oh, hä? Was? Was passiert? Oh lol, das ist ja ein interessantes Spielprinzip. Das ist im Grunde wie Breakout mit dem Meditalis. Und gleichzeitig muss ich aber aufpassen. Oh Gott, also immer wenn ich nach rechts oder links gehe, dann, Alter, das ist ja übel tricky. Dann steuere ich jetzt unten das Voltoball. Aber, shit. Achso, ja, die Totenköpfe darf ich natürlich nicht einsammeln. Ich will mal ein Ding ausprobieren. Ich will mal nochmal easy ausprobieren. Ja, was ist daran einfacher? Ja. Ja, Mediti ist eher langweilig. Bei Meditalis muss ich ja wirklich doch die Items einsammeln, aber hier muss ich einfach gar nichts machen. Und das ist ja... Also die Items machen es ja nicht schwerer. Ich muss die ja nicht einsammeln. Die können ja einfach vorbeifliegen. Drift Loons, Fill and Float. Ah, okay, okay. Ich muss also... Damit ihr es checkt, ich muss gedrückt halten und dann... Zerplatzt jetzt noch? Nee, okay. Also die können... Die Balance lassen halt meine Seifenblasen zerplatzen. Und es gibt unterschiedliche Größen von Blasen, ab wann ich sie fertig machen kann, oder? Ah, nee, ich kann sie immer fertig machen, okay. Aber die gehen wahrscheinlich halt unterschiedlich Punkte. Also ich glaube mal den gleichen Punkte wie der. Nee, gar nicht mehr. Weil irgendwann ploppen die irgendwie so. Ich dachte, das macht irgendwie einen Unterschied oder so. Wie groß kann man die Max machen? Oh Gott. Oh, yo! Wie groß kann man die machen? Das ist ja geil. Das Minispiel macht Spaß. Sieht doch gar nicht so kacke aus oder billig irgendwie. Ich finde, das sieht ganz witzig aus. Ah, oh shit, okay. Habe ich rechtzeitig reagiert? Oh, da sind gerade sehr wenig Ballons. Das ist meine Chance, eine riesen Seifenblase zu machen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Oh, strong. Die ist wild. Oh. Das ist ja mega krass. Oh, das, ich wusste nicht, was das Item macht. Ist ja mega. Wobei, jetzt hindert es mich gerade eher ein bisschen sogar. Jetzt kommen nicht die Ballons. Okay. Warte, was bringt dieser Farbeimer eigentlich? Oh, ach so, oh, ich habe hier eine Leiste, wie viel ich verbrauchen darf. Ah, okay. Dann sollte ich jetzt eher ein bisschen aufpassen, oder? Weil, also jetzt hier eine Blase zu machen, ist ja Quatsch, jetzt wo so viele Ballons da sind. Aber jetzt kann ich wieder eine machen. Und jetzt mal wieder... Oh Gott, jetzt wäre Seifenblasen-Shit mal wieder ganz cool. Wenn ihr also irgendwo... Ja, da ist es doch perfekt. Hä, jetzt macht der kaum was. Bekomme ich Seifenblasen-Shit dazu, wenn meine Blase groß ist? Nee, auch nicht. Okay, das ist ein super cooles Spiel. Alter, das macht mega Spaß. Wirklich, also, das Spiel von Driftland ist wirklich, wirklich unterhaltsam. Ich spiele direkt noch eine Runde. Ganz ehrlich. Das ist ja mega großartig. Und am Anfang kommen noch recht wenig Luftballons, offensichtlich. Doch hier Luftballons. Okay. Und jetzt ist die nämlich riesig und die braucht doch viel länger, um nach oben zu schweben. Jetzt kann ich nämlich auch nochmal eine große machen und die dann in die andere große reinmachen. Oh. Oh, das war so lecker. Das hat so geschmeckt. Geil. Oh mein Gott, das macht so Spaß. Ey, ich hatte noch nie so viel Spaß in einem Flash-Game, glaube ich. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Geile Nummer, arschgeile Nummer. Jetzt ist da ein riesiger Ballon, riesige Seifenblase.
die wir schön füllen können. Oh, geil. Ich fühle mich richtig nicht so gut gerade dabei. Ein erwachsener Mann darf sich eigentlich nicht so gut dabei fühlen, in meinen Augen. Okay, ja, ich meine, jetzt ist die relativ weit weg, die Seifenblase. Das ist auch geil, dass die... Oh, die geht noch da rein, oder? Nee, schade. Teddy Ursas Garden Patch Match. Teddy Ursa ist mega süß. Er ist mega süß. Du bist du süß, der Beste. Bist du süß. Okay, ja, genau. In der Übersicht hat man schon gesehen, also ich sehe natürlich immer so ein kleines Bild, wenn ich auf Bulbapedia schaue, welche Spiele es so gibt. Und es sieht halt wieder genau gleich aus wie alle anderen Browser-Games, die so existieren. Obwohl ich nicht ganz weiß, was ich machen muss, um echt zu sein. Ah, das ist so ein Memory-Shitter? Nee. Ich sollte es mir vielleicht... Ach so, hier steht immer, was ich finden muss. Wie konnte ich das denn überlesen? Warte, ich will nochmal neu starten. Und immer nur zwei dann, oder was? Zweimal steht da. Ach scheiße, wie schnell geht denn das? Okay, okay, aber was bringt mir Teddy... Was so... Also, ist süß so, aber was soll das Teddy-Ursa da in der Mitte jetzt? Was bringt das? Warum ist es da? Okay, jetzt sind da zwei Teddy-Ursa, okay. Wahrscheinlich ist irgendwann Teddy-Ursa auch in diesem kleinen Kästchen drin und dann muss ich das halt anklicken, nehme ich an. Aber viel mehr Zusammenhang mit Teddy-Ursa habe ich da jetzt nicht. Es werden immer mehr Teddy-Ursa. Die blocken doch einfach nur die Früchte. Hä? Okay. Nein, Scheiße, ich habe Teddy-Ursa. Ach, Teddy-Ursa ist ein Joker. Teddy-Ursa ist ein Joker. Ah, jetzt check ich's. Ah, geil. Okay. Joa. Joa, trotzdem ziemlich basic Spiel, würde ich sagen. Und ich habe echt wenig Punkte bekommen, oder? Das klingt nicht nach viel, um ehrlich zu sein. Ich sag Evo, ihr sagt Li. Evo, Li. Evo, Li. Ich weiß nicht, warum da oben Evolis Gesicht ist. Das ist einfach... Hä? Jetzt ist es weg. Warum war das gerade eben da? Jetzt ist es wieder da, hä? Was soll das? Warum ist da einfach random Evolis Kopf? Ich muss sagen, ich finde das Symbol von Blitzer am coolsten. Aber ich muss Aquana picken, es tut mir leid. Ah, okay, okay. Okay, okay, alles klar. Okay, wieder ein bisschen basic. Aber, wobei, so als Schiebeding habe ich das noch nie gesehen. Trotzdem natürlich vom Konzept her, so drei nebeneinander stellen wir sehr basic. Ist halt so Standard Puzzle League, ja. Und ich kann es vor allem nicht. Ich bin richtig schlecht darin. Ha, obwohl, bisher stelle ich mich gar nicht so doof an. Hä, es geht wirklich, ich bin echt nicht so bad darin. Ich meine, gut. Ja, aber warte, kann ich Evoli jetzt noch entwickeln oder was? Was hat es für einen Unterschied gemacht, dass ich die ausgewählt habe? Warum muss ich jetzt am Anfang zwischen den drei Pokémon entscheiden? Ich finde es schade, dass sie so Browser-Games nicht mehr anbieten auf ihrer Webseite. Ich find sowas immer irgendwie süß, ich weiß nicht. Es ist natürlich auch einfach nur nostalgisch. Also als jemand, der so alt ist wie ich, also alle in meinem Alter, werden auch mit Flash-Games aufgewachsen sein. Und wir sind alle nostalgisch mit dem Shit. Aber keine Ahnung, ich find das irgendwie schön. Vor allem sind da ja auch keine vollwertigen Spiele, die auch irgendwie so in Play Store oder so müssen. Sondern es sind einfach wirklich so richtige Minispiele, die so gar nicht viel Aufwand brauchen oder so. Keine Ahnung. Und es gibt halt Traffic auf die Seite, also ich weiß nicht, das lohnt sich doch eigentlich voll. Auch aus Unternehmenssicht meine ich einfach. So mal als Erwachsener gesprochen, okay. Ja, und jetzt? Entwickelt sich Evoli jetzt zu Aquana oder was? Oh mein Gott, oh mein Gott! Was?